Hallo, willkommen zu den Sport1-News, liebe Zuschauer. Die TSG Hoffenheim wird sich am Ende dieser Saison von Trainer Marco Pezzaioli trennen. Das gab Manager Ernst Tanner nach einer Sitzung am Dienstag bekannt. Pezzaioli hatte erst am 2. Januar die Nachfolge des entlassenen Trainers Ralf Rangnick übernommen. Der Neue soll auch schon feststehen. Er soll aus Hamburg kommen. Hier ist er, bitteschön, der Newsflash. Stanislavski verlässt St. Pauli. Bis zur vergangenen Woche hatten sie alles versucht, um ihn zum Bleiben zu überreden. Jetzt steht jedoch fest, Holger Stanislavski wird St. Pauli nach 18 Jahren zum Ende der Saison verlassen. Ich weiß, was ich in der nächsten Saison machen werde, sagte er, ohne konkret zu werden. Wenn es etwas mitzuteilen gibt, dann werde ich das tun. Als fast sicher gilt, dass der neue Verein des 41-jährigen 1899 Hoffenheim heißen wird. Stanislavski war im November 2006 als Chefcoach bei den Hamburgern angetreten und führte sie aus der Regionalliga in die Bundesliga. Kraft tief getroffen. Thomas Kraft, Torwart von Bayern München, hat sich zu den Vorwürfen von Präsident Uli Hoeneß geäußert. Das sei voll gegen ihn gegangen, er sei tief getroffen und werde sich zu gegebener Zeit äußern, sagte Kraft der TZ. Hoeneß hatte nach der Entlassung von Trainer Louis van Gaal gepoltert, dass mit dem Wechsel von Butt zu Kraft die ganze Scheiße losgegangen sei. Ob der 22-Jährige am Sonntag gegen Leverkusen im Kasten der Münchner stehen werde, konnte er nicht bestätigen. Bis Sonntag bin ich fit, ob ich gegen Leverkusen spiele, weiß ich nicht. Kraft leistete sich im Spiel gegen Nürnberg den entscheidenden Fehler, der zum Ausgleichstreffer der Franken führte. Robben und Ribéry bleiben. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat einen Verkauf von Robben und Ribéry kategorisch ausgeschlossen. Selbst wenn die Champions-League-Qualifikation verpasst werde, würden keine Stammspieler verkauft. Das könne er garantieren, sagte Rummenigge der Bild-Zeitung. Er stellte klar, dass grundsätzlich keine Transferentscheidungen vom Erreichen der Champions League abhängen. Gündoğan nach Dortmund. Mittelfeldspieler Ilkay Gündoğan, dessen Wechsel zum HSV bereits als sicher galt, scheint es nun nach Dortmund zu ziehen. Die Verhandlungen mit dem HSV waren bereits weit fortgeschritten, seit einer Woche hat der noch Nürnberger aber einen neuen Berater. Irfan Gündoğan, der Vater des Deutsch-Türken, tendiert zu einem Wechsel zum BVB und hat scheinbar auch seinen Sohn davon überzeugen können. Wohl auch, weil der U21-Nationalspieler bei den Schwarz-Gelben mehr Geld verdienen kann als bei den derzeit klammen Hamburgern. Metzelder auf die Bank. Innenverteidiger Christoph Metzelder von Schalke 04 ist unter Trainer Ralf Rangnick nicht mehr erste Wahl. Metzelder hatte sich im Spiel gegen St. Pauli das Nasenbein gebrochen und musste die letzten zwei Spiele pausieren. Ersetzt wurde er dabei von Joel Matip, der zwei starke Partien zeigte. Es gibt überhaupt keinen Grund, Joel wieder aus der Mannschaft zu nehmen. Er hat zwei richtig gute Spiele gemacht, sagte Rangnick. Metzelder nahm es sportlich und lobte Matip für seine starken Leistungen. Und Joel Matip freut sich natürlich auch, dass er unter dem neuen Trainer mehr zum Zug kommt als davor. Klar, ich habe jetzt erstmal gespielt. Klar macht es auch sehr viel Spaß, aber ich habe auch Felix Magath viel zu verdanken. Natürlich ist die Ralf Rangnick, er lässt mich spielen, er spricht mit mir und das kommt mir auch sehr zugute. Und ja, sind beide super Trainer. Damit schauen wir ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Der VfB Stuttgart, der steht zwar nicht mehr auf dem Abstiegsrang, aber die Klasse ist noch lang nicht gesichert. Trotzdem am Wochenende die Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern führt noch lang nicht dazu, dass die Verantwortlichen die Köpfe hängen lassen. Wir haben nicht den Glauben verloren an die Mannschaft. Das ist absolut, also da haben sie was fehlinterpretiert, glaube ich. Ja, dass Kritik geäußert werden muss, ist, glaube ich, ziemlich normal, auch vor allem nach so einem Spiel. Damit muss man umgehen können. Und dann aber im gleichen Maße hat man ja die Woche bis zum nächsten Spiel, wo man die Jungs auch wieder aufbaut. Das waren die Sport1-News bis hierhin. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.